Ein Kick-Off-Workshop, 7 Seminare und ein Abschlussworkshop. Das alles durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Seminarreihe Werkzeuge für Profis erleben. Bei Werkzeuge für Profis geht es darum, dass wir Menschen Werkzeuge an die Hand geben, psychologische Werkzeuge, Werkzeuge zum Umgang mit sich selber, im Umgang mit anderen, mit Situationen, so dass der Mensch von sich aus so die nächsten Schritte gehen kann, dass er ja, sicherer wird, dass er selbstbewusster wird und mit schwierigen Situationen besser umgehen kann. Und da geht es eben nicht um technische Werkzeuge, sondern um psychologische Werkzeuge, die jeder für sich selbst nützen kann. Das ist so die Hauptzielrichtung. Viele praktische Übungen und Versuche machen diese Seminarreihe lebhaft und stärken den Teamgeist. Das Wichtigste im Programm ist für uns, dass sie einfach sich selber besser kennenlernen und wirklich praktische Übungen und Tools mit nach Hause nehmen für den Berufsalltag, dass sie den gut meistern können. Und wir wollen sie eben stärken in ihrer Fachkarriere, zum Beispiel einen besseren Einblick ins Unternehmen bekommen, sich auch mit Innovation beschäftigen und sich auch gegenseitig gut kennenlernen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen viele neue Tools und Denkweisen für ihren Arbeitsalltag kennen. Sätze, die man im Kopf zum Beispiel hat. Es gibt sehr viele Menschen, die denken immer, ich muss, ich muss, ich muss. Und wir sagen dann, ja, cooler wäre es zu sagen, ich will. Damit man eben ein bisschen leichter sich tut, damit nicht innerlich so viel Druck aufgebaut wird, weil aus der Hirnforschung weiß man, das Wort muss, da fährt so der Balken runter und dann geht eigentlich nichts mehr. Und mit diesem kleinen Werkzeug vom Muss zum Will hat man eben für sich selbst wieder sehr viel möglich gemacht. Also in diese Richtung gehen diese Dinge und diese Werkzeuge. Also für die Zukunft, ich nehme mir zwei Methoden mit. Das ist einmal die Post-it-Methode. Das ist einfach nur, um sich zu fokussieren. Man schreibt sich Ziele auf, die was man hat, und biegt sie an den Spiegel oder vielleicht ins Büro und die setzt man um. Im Büro arbeite ich normalerweise mit Notes, wo ich meine To-Dos drauf habe. Aber das ist recht interessante Methode für zu Hause auch. Und was mir auch noch sehr gefallen hat, war die Vorstellung von den Wingwaves. Das ist spezielle Musik, was eben rechte und linke Gehirnhälfte anspricht speziell. Und die taugt mir auch sehr, wenn ich in einem Projekt vertieft arbeiten muss, dass du wirklich einen Fokus aufs Projekt hast. Das, was mir am besten gefallen hat, war, dass man die Werkzeuge in der Seminarreihe wirklich praktisch erlebt hat und das jetzt nicht nur ein theoretischer Vortrag war, sondern man alles sofort ausprobiert hat und einfach gesehen hat, was diese verschiedenen Werkzeuge auch bringen können. Wenn auch Sie Interesse an einer Karriere bei der Salzburg AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.